Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt mit dem Excel zusammen. Hallo. So, heute wird wieder reinreagiert. V12, also bei Dummtisch sind wir heute, meine Lieben. V12, erster Start nach dem Auenbau plus Auspuff bauen. Oha. Es geht um Panzer. Am Panzer geht's weiter, Excel. Haben wir das letzte Video auch schon geschaut. Oh ja. Bevor wir loslegen, möchte ich euch den heutigen Sponsor des Videos vorstellen. Am Panzer geht's weiter. Boah, Digga. Ja, sorry Leute. Kevin, Dankeschön für 5 Mal Kuss. Dankeschön. Ja, wir sind live aus dem Stream, Leute. Wie gesagt, wir sind gerade live im Stream. Immer Montag, 20 Uhr sind wir live. Könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr Reactions mit live anschauen wollt. So, okay. Eine riesen Auswahl. Gut, wir skippen mal, weil das haben wir, glaube ich, die letzten 3 Videos schon geschaut. Den Sponsor. Warte, wie heißt der Sponsor? Wir wollen ja wenigstens den Namen nochmal nennen. Wie hieß er? Ersatzteile. Autodoc, oder? Warte. Das Modell eingeben und danach habt ihr eine riesen Auswahl. Auf jeden Fall könnt ihr euch ganz einfach nicht nur für eine Marke, sondern bevor wir loslegen, möchte ich euch den heutigen Sponsor des Videos vorstellen. Und zwar die Autodoc App. In der Autodoc App. Die Autodoc App. Unten in der Videobeschreibung. Genau. Autodoc App ist der Sponsor, genau. So, haben wir trotzdem mal geskippt. Schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Genau. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit dem Panzer. Panzer! Also, moin Freunde des Panzersports. Ich bin heute hier bei Kettenschlepper. Freunde des Panzersports. Jetzt eigentlich alles, was mit dem Ölsystem zu tun hat, habe ich verbunden, dass wir Öldruck aufbauen können und theoretisch jetzt starten können. Diesel habe ich auch verbunden, aber eher provisorisch. Ich habe gerade schon versucht, mit Druckluft zu starten. Oh, Vorsicht! Alter! Das ist aber auch gefährlich für. Mein Lieber. Also wenn du da mal abrutschst. Boah, Alter. Das ist. Da braucht bloß noch Schnürsenkel hängen bleiben. Ja. Aber da gehören ja eigentlich 60, 70 oder bis 200 Bar rein. Mit normalen 10 Bar Kompressor geht es leider nicht. Der dreht zwar ein bisschen, aber stockt immer wieder. Ich hatte gehofft, dass er da ein bisschen schneller noch dreht. Vielleicht mit ein bisschen Startpilot dann startet. Aber leider nein, leider gar nicht. Jetzt haben wir Batterien geholt. Und jetzt will ich hoffen, dass es damit besser klappt. Wasser haben wir jetzt noch nicht. Ich will jetzt erstmal ohne Wasser starten. Können wir so kurz laufen lassen, 5 Minuten oder so. Damit ich überhaupt sehe, dass er läuft. Öl alles dicht ist, weil wenn ich jetzt alles hier verbunden habe und Wasser, die Kühler drauf, dann kommst du da nichts mehr dran, kannst nichts mehr sehen. Und wenn er dann wieder raus muss, muss eh wieder alles ab. Deswegen so einmal kurz starten. Alter, da musst du Bock haben, Alter, oder? Die Kabel gehen jetzt direkt also, das also auf so ein Ding musst du Bock haben, also ganz ehrlich. Also wenn du da nicht, auch nicht die Zeit hast und so, ne? Also boah, Junge. Macht man ja eigentlich nicht so, eigentlich gehört noch irgendwie ein Relais oder so zwischen. Aber ich habe jetzt gerade nichts anderes, deswegen werde ich es einmal so ausprobieren. What? Das Highlife, du, mein lieber Schwan. Ach du Scheiße. Also, wenn du das nicht überhalten willst. Nee. ich hab mir jetzt wieder 2 Stücke Holz gemacht. Die, damit ich die hier vor die Ansaugung halten kann. Weil dann kriegt der Motor keine Luft mehr und stirbt dann hoffentlich ab. Weil, wie immer, ich weiß jetzt nicht, ob wirklich alles. Oh nee, ey, das ist wieder mal vom Feinsten. Aber ich will nichts sagen, aber da ist ja gar der Auspuff, Alter. Da ist ja. Das gibt ja kleine direkte Vergiftung. Also, erstens das und zweitens müsste das Ding ja blägen wie Sau. Das ist dermaßen laut. Also, da. Boah. Wenn überhaupt. Oh, oder Qualm. Also das ist schon ein bisschen irre, oder? Ein bisschen? Ich muss jetzt mal ganz blöd fragen, der hat ja die Hand hier so. Hier ist ja Strom. Wenn der jetzt hier vorne drankommt, hier vorne an den Kontakt, kriegt der da eine gewedelt? Ich weiß es nicht. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher. Aber kriegt man da eine gewedelt hier vorne dran? Ich bin mir nicht sicher. Nee? Ich bin mir nicht sicher. Nein? Nee? Ah, kriegt man nicht. Okay, alles klar.
der Start jetzt natürlich noch nicht, weil alles war ohne Kraftstoff, also die Dieselpumpe war komplett leer. Ich habe die jetzt zwar entlüftet. Gleichstrom brauchst beide Kontakte. Pumpe ah, okay. Jetzt Sprit hat, aber ist jetzt ach so, Luft verstehe. Okay, alles klar. So. Ja, werde jetzt ein bisschen Bremsenreiniger. Weiß, macht man nicht, oder ich nehme mal Startpilot. Boah, oh, nee, ey, Alter. Das ist völliger Wahnsinn. Nee. Völliger das Wahnsinn. Clean Funken. Ja? Völliger Wahnsinn. Aber? Wie ruhig der läuft! Das wollte ich gerade sagen. Der schnurrt ja wie ein Kätzchen. Also. Aber der läuft ja richtig gut, Alter. Der läuft gut. Was? Das ist ja zu geil. Was? Das ist krass. Also ich muss mal einfach sagen, ich meine, klar, Dummtüch und so weiter und die Jungs und ich mag die echt. Aber da hinten ist doch das Riesenschwungrad, ist das doch, glaube ich, ne? Ja. Das ist da, glaube ich, das große Schwungrad. Dieses, ja, wo der versucht hat, mit dem Fuß so anzudingsen. Na, wo er bald abgerutscht ist. Theoretisch dreht sich das doch jetzt volle Sonne mit, oder? Normal schön. Vielleicht sieht man es. Und der tonnt da drauf rum, Alter, wenn der abrutscht. Wenn der abrutscht und da drauf knallt, da ist ja komplett Feierabend. Ja, da ist Spähen weg. Du brauchst ja, kannst ja auch mit dem Oberkörper drauf knallen. Wenn der abrutscht, fällst du nach vorne oder rückwärts. Ja. Das ist schön, wie wir. Ja, wie gesagt, Highlight. Auch hier vorne ist gerade hier die Welle. Das ist schön. Ich meine, wenn man hier auf diesen Trittbrettern läuft, ist ja alles schön und gut, aber das finde ich schon, also... Puh. Also brauchst du bloß Abbruch. Das heißt Öldruck? Berufsgenossenschaft sagt nein. Also schreibt mal gerne in den Chat, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, aber ich finde es halt schon krass, also... Ich meine, klar... Aber die Jungs und alles, aber boah, eigentlich, das ist man hat ja nur Angst, dass was passiert, ne? Ja, deswegen. Aber würde ich aber sagen, ich hätte ja gedacht, dass das viel, viel lauter ist. Dadurch, dass da ja kein Auspuff dran ist. Ich hätte auch gedacht, dass da viel, viel unruhiger läuft. Dadurch, weil er ja so lange nicht gelaufen ist, dachte ich, der hat eher eine Unwucht im Lauf. Ach so? Man ist jeden Tag so vielen Gefahren ausgesetzt, allein auf der Straße, da macht das nichts. Das ist richtig. Das ist richtig, aber die Frage ist ja, muss man es denn unnötig provozieren? Genau. Das ist ja das. Gefahren ist man klar jeden Tag ausgesetzt, aber überholst du, wenn Gegenverkehr kommt? Wahrscheinlich nicht. Weißt du wie? Und genauso ist das halt, hier sieht man das Rad hinten. Ja. Und das ist nicht böse gemeint. Ihr wisst, wir lieben die Jungs. Ne? Und das ist ja eher nur so Sorge. Rutschst du ab und feuerst da hinten auf das Rad drauf, ne, was ganz rechts außen ist, das Feierabend. Das war's komplett. Tschüss, ciao. Hm. Weißt du, wie ich meine? Das meine ich halt nur. Ja. Ne? Das, was man jetzt so sieht, da hinten, das Rad. Weil da ist ja richtig Schwung drauf. Da ist ja richtig Kraft drauf. Ja, ich feiere den ihre Videos, gerade hier mit dem Smart und was sie da alles machen. Ich feiere das mit den Bussen. Mega geil. Aber man muss da ein bisschen aufpassen, glaube ich. Ja, wie du schon gesagt hast, das ist nicht irgendwo negativ. Ne? Man macht sich einfach nur auch so seine Gedanken dann, ne? Wenn man das so sieht. Ja. So. Alter. Aber gut. Aber hört sich echt gut an, ne? Ja. Das hier war Öldruck. Ist ja eigentlich das Wichtigste an dem Ganzen. Auf jeden Fall Öldruck war da. Das ist sehr gut. Aber Schwab, wenn man aufpasst, provoziert man es ja nicht. Es kann genau einer in dich reinfahren, ist nur meine Meinung. Ist auch richtig. Das ist aber genau das Gleiche wie die Leute, die sagen, du kannst trotzdem, dass du rauchst, auch Lungenkrebs kriegen. Das ist vollkommen richtig. Du kannst trotzdem Lungenkrebs kriegen, auch wenn du rauchst.
aber das Risiko ist einfach viel geringer. Dass es trotzdem Menschen gibt, die es bekommen, ist klar, aber das Risiko ist einfach geringer und darum geht's doch. Es war vom Geschmack her ein bisschen. Warte mal, es war die falsche Druckanzeige angeschlossen, daher hat er 8 Bar angezeigt. Die Wahrheit liegen 4 Bar. 8 Bar? Wenn er, Dankeschön für 2 Saft nochmal. Ich weiß nicht, was die alten Russen-Dinger hatten früher an Druck. Deswegen, aber besser viel als zu wenig. Da geht der Puls so hoch, ey. Also ich glaube, das ist schon ein geiles Gefühl, oder? Da geht der Puls so hoch. Denke doch, ey. So ein Gerät, wenn das wieder läuft, ne? Ja. Fertig machst du. Echt schon leise dafür, nur Stummel darauf gucken. Ja. Weil ich könnte mir vorstellen, irgendein Auto muss dann leiten, wenn das Ding läuft. Mhm. Aber ich muss sagen, der springt echt geil an, oder? Ja. Und ich ziehe auch echt meinen Hut, dass der das Ding überhaupt so mit ein paar Kniffen da zum Laufen kriegt, ne? Das muss man echt sagen. Zieh ich echt meinen Hut. Ich muss doch mal mein Auto hinstellen. Ja. Hast zwar einen selber gebauten Auspuff und Spoiler da dran. Und vielleicht einen Turbolader drauf. Ja, mein Gott, aber läuft. Eieiei. Jetzt schleifte bitte. Opel auf, würde ich sagen, lief eigentlich besser als gedacht. Es ist auf jeden Fall jetzt alles dicht an Öl. Als nächstes wird jetzt eigentlich die Wassergeschichte angeschlossen. Dann Auspuff gebaut. Kühler werden drauf gebaut. Getriebe wird nachgeguckt. Dann wird da auch Öl drauf gefüllt. Und ja, dann hoffen wir mal, oder dann sehen wir mal, was wir dann denken, was wird auch alles mal irgendwie. Der ist ein paar Euro wert, meint ihr? Ja, was wird so ein Panzer wert Tag sein? Also, das Video wird jetzt wahrscheinlich mehr gestückelt sein. Hm. Mal dies, mal das. Man muss dazu sagen, das ist ja wirklich so, dass die auch noch eine Kabine haben mit allem drum und dran. Das ist ja, glaube ich, so ein Bergepanzer oder irgend sowas. Und die haben ja noch die Kabine dazu und so weiter, das haben sie alles abgebaut. Aber was wird so ein Panzer wert sein? Ich weiß es nicht. Mancher fast einen neuen Passat oder so für. 15k, oder? Balance einfach hier drin. Aber ihr wollt es ja gerne sehen und wir haben ja auch Spaß dran. Deswegen noch ein bisschen Werbung müssen wir halt machen. Also seid uns nicht böse drum. Können wir zu Not vorspulen. Ja, heute geht's weiter im Panzer. Mit dem Schlepper, Entschuldigung. Wie geil ist Schlepper das denn? Schlepper hat den Motor soweit am Laufen. Ist das geil. Und wir kümmern uns heute mal ein wenig um die Auspuffanlage. So, hier haben wir das schöne Rohr. Und zwar haben wir uns das so überlegt, wir wollen einen Auspuff bauen. Motor, kommen die Krümmerstimme, kommt quasi aus dem Motor raus. Und darauf wollen wir jetzt einen Verteiler setzen. So, dann kommt der Verteiler, wo die Rohrstimme alle drauf gehen. Ja, sind in dem Moment nur 5, aber ich komme, ich glaube, bevor jetzt gleich wieder so ein Klugscheißer kommt. So, das Ganze soll dann mit 90 Grad Bogen quasi nach oben kommen. Und hier oben setzen wir nochmal ein Rohr drauf, wo nachher natürlich eine Klappe drauf kommen muss. Wir haben natürlich einen relativ großen Rohrdurchmesser. Kann somit also auch ziemlich viel Wasser ankommen. So, da kommt nämlich dann eine Klappe noch drauf. Ich bin jetzt mit einem Plasmaschneider vorgegangen. Jetzt habe ich mir natürlich noch ein passendes Rohr dazu rausgesucht. Das ist ein alter Zylinder, wie man sieht. Hydraulikzylinder, der zufällig genau den Außendurchmesser, den ich brauche. Geil. So, kneift noch ein bisschen. Aber wer weiß, mit einem Plasmaschneider lieber ein bisschen kleiner erstmal ausschneiden, weil die ganze verbrannte Zünderschicht muss einfach auch noch runter, sonst lässt sich natürlich nicht schweißen. So, hier liegen die beiden Rohrstummel. Ja, größer das Ganze ist eine 150er Anlage. So, hier sind die Krümmerstümmel. Und zwar fängt die Anlage quasi vorne so an. Jedes Loch durch. Und dann sitzt hier auch schon der erste Rohrbogen. Der geht dann hier hoch. Und dann müssen Stefan und ich uns auch überlegen, wo wir den ganzen Auspuff am Motor befestigen, weil ist natürlich auch alles ein bisschen starr. Wenn wir jetzt einen starren Auspuff bauen sollten, den an Rahmen verbinden, wird er uns irgendwann reißen. Das war, ja. Und wenn wir natürlich am Motor bleiben, passiert an der Stelle nichts. So, Auspuffe hängen jetzt so, wie sie später auch werden sollen. Lol. Wie es jetzt geplant war. Ist ja schon dran, Digga. Ja, wir haben auf jeden Fall alles geheftet. Das ist doch ein Dampfer. Das auf jeden Fall hält. Das ist auf jeden Fall wirklich ein stattlicher Rohrdurchmesser. Jeden Zylinder oder jeden Auslassstutzen haben wir angeheftet. So, dann haben wir hier dieses geil Dreieck noch gebaut. Was hier unten auf den Dieselfilterhalter geht.
dass wir ein bisschen Stabilität da rein. Ich wollte gerade sagen, aber das... Ich habe ein bisschen Angst, wenn das Ding, weil das sind ja doch schon ordentliche Rohre und die wahrscheinlich auch ein bisschen rappeln werden. Ja, ja, wenn die Vibration kann natürlich sein, ne? Nachgeben. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, dass wir ein bisschen die Kraft da rausnehmen. Ja. Das ist nicht verkehrt, auf keinen Fall. Ich die wieder ab. Dann kann Marc alles wieder verbraten und dann... Der kann gut schweißen, oder? Oh, denke ich das nur. Was ihr jetzt alles gesehen habt. Ja, Schlüppel, die können alle Bilder gut. Ja. Das ist jetzt quasi der fertige Auspuff, wie er nachher aussehen wird. Krass. Ist jetzt alles das nur, ist wirklich krass. Geheftet. Ja. Das, oder wir haben das direkt dran gehalten. Alles zusammengeheftet. Jetzt kann es eigentlich verschweißt werden, ne? Muss und so. Halter dran gemacht und allen Quatsch. Aber weißt du, wie jetzt schwer der ganze ist? Das Ding nur noch komplett verschweißt ja, werden. Leicht ist er nicht. Nee. Und dann wird das lackiert. Dann haben wir den schon mal fertig, bevor ich jetzt enttäuscht. Ah, da hinten haben sie noch einen Lisser einstehen. Das dauert noch ein bisschen, weil erst muss ich alle Wasserleitungen, alles, was jetzt um den Motor rum ist, angeschlossen haben. Das Problem ist, wenn der dran ist, kommst du quasi nicht mehr unter dem Motor. Hier an dem Auspuff, Wahnsinn, die Originalstutzen. Habt ihr bestimmt vorher schon mal in den Videos gesehen oder jetzt hier in dem Video vorher schon gesehen. Das sind nur die Originalstutzen, die hier dran waren. Die haben wir einfach quasi wiedergenommen. Warum kriegen wir eigentlich gar kein Bier am Set? Manometer. Ach, wir sind Alkoholiker. Die habe ich schon gedacht, was ist denn jetzt? Da kommt da hinten das Track, aber auch ist das geil! Genau, das ist ja. Das war eins. Kann man nicht drehen. Oh, da war nicht viel drauf. Wenn man so einen trockenen Hals ist, kann ich wieder reden. Ist das geil. Und dann hier drunter kommt man natürlich auch nichts mehr dran. Mega. Deswegen der Auspuff kommt jetzt dann erst wieder dran, wenn das alles angeschlossen ist. Also nächstes Jahr. Euer Projekt dauert immer so lange. Ich fang alles an, aber krieg nichts zu Ende. Wie immer. Wir werden jetzt hier nämlich auch noch. Solche Zuschauer brauchst du aber auch, ey, ganz ehrlich. Oh ja. Weiß auch jeder weil besser vorher, bestimmt. Mit Stadtheizung drin. Und Vorheizer. Und der fliegt raus. Weil ein paar Erfahrungsberichte haben gesagt, dass es völliger Tünnef ist, dass man das nicht braucht. Also bleibt das auch weg und fertig. Etliche Leitungen kommen jetzt hier nicht mehr rein. Ja, Getriebe habt ihr oder haben wir vorher schon mal gesagt, dass es die ganze Zeit trocken lief. Das war unsere Probefahrt und alles. Unten drunter ist ein Stopfen, der einfach fehlte. Wir haben uns erst nichts bei gedacht. Aber dann bei genauerem Hingucken, wo wir den Peitschstab da mal gefunden hatten, hatten wir gesehen, da ist gar kein Öl drauf. Deswegen, ich hatte schon die große Vermutung, dass das Getriebe irgendwas hat. Vielleicht hat es auch noch irgendwas, weil warum sollten die das Öl ablassen? Und irgendwas hatten die doch wahrscheinlich damit vor. Aber ich habe auf jeden Fall, oder wir haben neuen Stopfen anfertigen lassen. Dann habe ich jetzt Öl einfach nachgekippt. Also es gehen, glaube ich, ungefähr genau 40 Liter hier drauf. Einmal angestellt. Auf jeden Fall, ja, die Umlaufschmierung läuft. Hier sieht bis jetzt alles dran dicht aus. Und geschaltet hat alles, als wir den gefahren haben. Will ich mal hoffen, dass das nichts Vielleicht haben Sie ja, Glück. Thema Druckluft. Da vielleicht haben Sie Glück, System, weil ich glaube, so ein Getriebe kriegst du nicht so einfach. Einfach hier eben einen Schlauch dran gemacht. Das kostet teuer Geld. Ganz normal mit unserem Ach, Marc ist gelernter Schweißer. Marc ist etwas kräftigere, oder? Ja, selber Druckluft, hat einen Kompressor wieder drin. Aber der ist gelernter Schweißer, okay, laufen krass. Lassen können und der Kompressor auch noch nicht angeschlossen ist. Und, weil man sonst nichts hört, wenn das Ding läuft. So habe ich jetzt angeschlossen, Druckluft. Eigentlich ist alles dicht, nur das Problem ist, für die Bremse haben wir hier unten einen Bremszylinder. Ach hier. Da unten, wo das Gestänge dran geht, der ist innen drin anscheinend undicht. Auf jeden Fall, wenn man bremst, zischt der da raus. Die Funktion ist zwar noch da, aber ich denke mal, innen drin ist eine Membran, die ist gerissen. Vielleicht habt ihr zufällig, wisst ihr, wo so ein Ding noch verbaut ist, oder irgendwie ein Gyrowitz-Treckern oder so. Das wäre vielleicht ganz cool, ansonsten muss ich den auseinandernehmen und irgendwie selber da was ausdenken. Ja, ich hoffe, mit dem Video konnten wir euch wieder einmal den Fortschritt an unserem Panzer zeigen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert uns weiterhin so fleißig wie bisher. Schaut bei uns im Shop vorbei. Find's apropos Bierlänge. Schon wieder leer, ey. Ist geil. Wir werden jetzt nochmal eine gehörige Bierlänge zu uns nehmen und dann hoffe ich, sehen wir uns demnächst wieder. Bleibt mir gesund. Ciao. Geil. Ciao. Ciao. Ja, die Jungs sind echt gut. Oh, ich mag die Jungs. Sehr cool. Schaut gerne bei Dummtisch vorbei. Ja. Ich muss sagen, ich ziehe meinen Hut. Bin beeindruckt, dass sie den Panzer zum Laufen gekriegt haben. Respekt. Auf jeden Fall. Respekt. Also, muss man wirklich sagen. Krasses Ding. Und ja, bis dahin, lasst das Däumchen da. Ciao.
Ciao.